Nach einem langen Winter freuen sich alle darüber, wenn der Sommer endlich wieder lacht. Nach wochenlanger Hitze sind wir aber auch mal froh, wenn es kühler wird. Aber das ist in den kommenden Wochen noch nicht in Sicht. Wir blicken auf eine Rekordhitze. Duisburg ist seit vergangenem Donnerstag offiziell als heißeste Stadt Deutschlands ausgezeichnet worden. 38 Grad wurden im Stadtteil Baal gemessen. Wetterforscher setzen diese Temperaturen mit dem tropischen Wetter gleich. Aber wie es für tropisches Wetter typisch ist, bringt es uns nicht nur ins Schwitzen, sondern strapaziert auch unsere Gesundheit. Viel trinken ist wichtiger als je zuvor. Doch wie ergeht es den Duisburgern in der heißesten Stadt Deutschlands? Ist ein bisschen warm, aber ist alles gut. Ja. Sonst beschweren wir uns immer, dass es zu viel regnet und zu kalt ist. Ich hab's lieber so. Das Wetter finde ich momentan ist schön, aber zu heiß. Zu heiß. Ja, ein paar Grad weniger wäre nicht schlecht. Die Kinder sind eigentlich immer quickfidel, also denen macht die Hitze nichts zu schaffen. Ne? Die sind immer draußen unterwegs, Fahrrad fahren oder spielen, toben rum, das ist denen egal. Wir sind immer schon in dem Alter, das macht einen doch allein zu schaffen. Also das steht schon mal fest. Nicht nur mir, sondern wahrscheinlich den anderen auch. Die Hitzewelle geht also an den Duisburgern nicht spurlos vorbei. Nicht nur die Bürger sind betroffen, auch unsere Umwelt leidet enorm unter der Dürreperiode. Die heißen Temperaturen stellen aktuell eine große Gefahr für die Grünflächen und vor allem für die Wälder in der Region dar. Über 10% des Duisburger Stadtgebiets besteht aus Waldfläche. Das sind insgesamt über 2500 Hektar. Das gesamte Netz an Wanderwegen durch Waldgebiete beträgt gute 300 Kilometer und ist in Teilen sogar über 200 Jahre alt. Normalerweise bietet das für die Duisburger jede Menge Raum für Naherholung. Die steht momentan aber auf dem Spiel. Feuerwehrautos rücken täglich aus, um die Wälder und Parks zu bewässern und dem Wassermangel nachzukommen. Denn es ist die zweithöchste Waldbrandgefahrenstufe 4 von 5 ausgerufen worden. Ja, und genau deswegen heißt es derzeit gerade gut aufpassen in Wäldern und auf Grünflächen. Welche Gefahr schon ein kleiner Zigarettenstummel auslösen kann, das weiß Förster Martin Langkamp. Und der sitzt jetzt bei mir. Herzlich willkommen, Herr Langkamp. Schönen guten Tag. Ja, wir haben eben gerade ein paar Stimmen von den Duisburgern gehört. Die Hitze macht denen ordentlich zu schaffen. Wie geht's Ihnen mit der Hitze? Ja, mir geht's genauso. Also ein paar Grad weniger würden gut tun. Ja. Ja, zwar so. Ne? Im Wald ist auch schlecht mit Klimaanlage, von daher. Ja, wir haben es ein bisschen schattiger. Das heißt also, die Temperaturen, das Klima ist bei uns im Wald schon deutlich besser. Das heißt, die Temperaturen ist weniger, die Luftfeuchtigkeit ist höher. Es ist im Wald schon angenehmer zu arbeiten, aber trotzdem, ein paar Grad weniger wird immer noch gut tun. Das kann man auch in Zahlen fassen, denn wir haben gerade die Waldbrandgefahrenstufe 4 von 5 aktuell hier bei uns. Was genau bedeutet das? Vielleicht können Sie das mal für uns einordnen. Also die Waldbrandstufe wird vom DWD rausgegeben, vom Deutschen Wetterdienst, und wird kombiniert aus drei Faktoren. Erstens aus Temperatur, zweitens aus Wind. Es ist ein Unterschied, ob wir Westwind oder trockenen Ostwind haben. Und dann die Niederschläge. Und daraus ergibt dann die Stufigkeit von 1 bis 5. 1 ist die geringste und 5 ist tatsächlich die höchste Stufe. Ist die Situation, die wir gerade haben mit 4 von 5, außergewöhnlich für die Jahreszeit? Sie ist außergewöhnlich in dem Sinne. Trockene, warme Sommer hatten wir schon öfters gehabt. 4, 5 Wochen, 6 Wochen Trockenheit ist jetzt nichts Besonderes. Aber wir haben seit März ein Regendefizit. März, April, Mai, Juni, Juli, 5 Monate immer wieder zu wenig Regen, was dann aufgestaut worden ist. Und das ist das Besondere in diesem Jahr. Was genau bedeutet das für uns Bürger jetzt, wenn wir uns in Wäldern aufhalten, wenn wir uns auf Grünflächen aufhalten? Worauf sollten wir jetzt besonders achten? Was sollten wir im besten Fall komplett unterlassen? Also komplett bitte unterlassen ist das Rauchen im Wald wegen der Waldbrandgefahr. Dasselbe gilt für Grillen und offenes Feuer. Das ist also wirklich absolut tabu im Augenblick. Rauchen ist eh verboten vom 1.3. bis zum 31.10. eines jeden Jahres. Das ist jetzt nicht nur in diesem Jahr so, sondern ist generell so. Damit ist 2/3 der Zeit im Wald Rauchverbot. Und jetzt bei den Temperaturen, also da tut es mir fürchterlich leid, aber da kann man wohl mal die Zigarette im Auto lassen. Eigentlich schon. Der eine oder andere denkt sich jetzt vielleicht trotzdem, ja, ist ein bisschen übertrieben. Ich passe gut auf, dass ich meine Zigarette auch sorgfältig ausdrücke. Aber das ist wirklich trotzdem im wahrsten Sinne des Wortes brandgefährlich, oder? Also Sie können die Zigarette so sorgfältig ausdrücken, wie Sie wollen. Es gibt immer einen kleinen Funkenflug. Und dieser kleine Funke, wenn der in trockenes Gras kommt, was man zum Teil gar nicht sieht, auch gar nicht großartig drauf achtet,
kann dazu führen, dass ein Bodenfeuer entsteht. Meistens sind die Leute schon zu Hause wieder, gucken die Sportschau, trinken ein Bier dabei und der Wald brennt. Das kann durchaus wahnsinnig gefährlich sein, vor allem jetzt hier in einer dicht besiedelten Region wie hier im Ruhrgebiet, oder? Wir haben ja gerade im Ruhrgebiet eine sehr starke Vernetzung zwischen Grün und Bebauung. Und das ist auch gut so, das soll auch so sein. Und das bedeutet natürlich im Klartext, wenn irgendwo ein Feuer ausbricht und aus einem Bodenfeuer, aus einem kleinen Bodenfeuer, meinetwegen ein großes Vollfeuer wird, was dann in Richtung Siedlung zieht, wo Menschen leben, wo meinetwegen auch noch Flüssiggastanks sind oder sonst etwas, das ist schon richtig gefährlich. Wie ist denn gerade die Lage hier bei uns? Sind wir glimpflich davongekommen? Wir haben jetzt gestern, glaube ich, in Dienstlaken ein Feuer gehabt. Ansonsten, wie sah es jetzt hier in der Region aus bei uns? Also in der Region sieht es noch ganz gut aus. Es sind also nicht allzu viele Feuer bisher passiert. In Dienstlaken waren Feuer gewesen, auf der Hart waren Feuer, in Recklinghausen waren Feuer gewesen, was sogar von den Leuten selbst ausgetreten worden ist, bevor die Feuerwehr überhaupt da war, muss man so ein bisschen aufpassen. Also ein Held braucht man bei uns nicht zu spielen, Feuerwehr anrufen reicht völlig aus. Aber ich sag mal, aufgrund der Situation, die wir haben, der außergewöhnlichen Situation, sind wir bisher noch glimpflich davon weggekommen. Das heißt, die Vernunft der Leute ist schon noch da. Das muss man schon sagen. Wie kommen Sie jetzt ins Spiel als Förster jetzt gerade bei der aktuellen Dürre? Passen Sie auf, dass die Menschen sich im Wald richtig verhalten? Wie ist das gerade bei Ihnen? Also wir fahren natürlich vermehrt Streife im Augenblick durch die Waldflächen durch, auch in den Abendstunden, auch am Wochenende. Das ist schon richtig. Und dann achten wir natürlich ganz besonders auf Raucher, auf Griller, auf offene Feuerstellen und so weiter. Mhm. Und dann werden die Leute natürlich auch ermahnt und es gibt diesmal dann auch ein Verwarngeld. Das kann wie hoch sein sogar? Das ist bei Rauchen 80 Euro. Ja, das sind anderthalb Stangen. Das sollte einem die Zigarette auf jeden Fall nicht wert sein. Nein, nein. Welchen Eindruck haben Sie? Wie einsichtig sind die Leute, wenn Sie sie ermahnen? Die Leute sind immer so lange einsichtig, wie ich mit denen da rede. Aber sobald es ums Verwarngeld geht, dann werden sie schon ein bisschen restriktiver. Ja. Ja, wobei mancher sieht es wirklich sportlich, so nach dem Motto, okay, habe ich Mist gebaut, haben sich erwischt und gut ist das. Ist ähnlich wie bei 30 Kilometer Zonen, wo sie mit 50 durchgefahren sind. Ne? Aber mancher ist dann auch sehr uneinsichtig, so nach dem Motto Geldschneiderei und so weiter. Es geht nicht um Geldschneiderei, es geht tatsächlich um den Leuten klarzumachen, Leute, hier ist eine Grenze und die darf man nicht überschreiten. Ja. Sie haben es ja eben schon so ein bisschen anklingen lassen. Nehmen wir mal den Fall, dass jetzt doch der ein oder andere geraucht hat im Wald, kleiner Funke vielleicht übergesprungen ist und ein kleines Feuer entfacht wurde. Wie sollte man am besten in dem Fall reagieren? Sofort die Feuerwehr anrufen, möglichst über das Handy, was man dabei hat, oder andere Leute ansprechen, die ein Handy haben. Man sollte nicht den Helden spielen. Das heißt also, selbst Löschversuche sind in der Regel wirkungslos. Immer erst die Feuerwehr anrufen, dann alles Weitere. Gucken wir zum Schluss noch ein bisschen in die Zukunft. Wir hatten jetzt wochenlang Hitze und Dürre. Was glauben Sie, wie wird es weitergehen? Vor allem, wenn wir auf die Waldbrandgefahrenstufe gucken. Also ich hoffe, dass wir mal langsam Regen kriegen. Das hoffen wir alle, glaube ich. Das glaube ich auch. Wir brauchen aber auf keinen Fall diesen Platzregen, wo dann 50, 60, 80 Liter auf einen Quadratmeter auf einmal runterkommen, weil das kann der Boden gar nicht aufnehmen. Das geht sofort in den Gulli rein. Sondern wir brauchen das, was die Landwirte immer so gern den Landregen nennen. Ja, der fängt abends um 22 Uhr an, hört morgens um 6 Uhr auf und geht dann so gemütlich die ganze Nacht durch. Das so 3 Wochen am Stück, dann ist schon alles wieder in Ordnung. Dann wird alles gut sein. Und dann wird auch alles gut sein, wenn die Leute ihre Tipps beherzigen. Herr Langkamp, vielen Dank, dass Sie heute da waren und ja, viel Erfolg in den nächsten Wochen. Gerne geschehen.